Kann vielleicht irgendwie auch ein Kopfding sein, aber irgendwie ist das so diese typische Stille danach. Das ist schon irgendwie krass zu sehen, wenn man da so drüber nachdenkt, wie viel 2 Meter eigentlich sind. Schwierig vorzustellen, ganz schwierig. Moin Leute, Christoph hier. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön an jegliches Feedback, was mich erreicht hat. Ob es Instagram gewesen ist, ob es Facebook gewesen ist, der Messenger, WhatsApp, die ganzen Kommentare. Richtig geil. Freut mich sehr. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, muss ich ehrlich zugeben, weil das natürlich moralisch immer, es ist ein schwieriger Weg zwischen, was zeige ich genau und wo ist die Ethik vorbei. Ganz klares Feedback war auch von euch, dass ich definitiv nur die Faszination und die Spannung hinter dem, was da genau passiert. Das heißt also letztlich nicht das Leid von einigen Menschen, die das halt eben dadurch jetzt erkannt bzw. betroffen haben. Nichtsdestotrotz, richtig geil, dass mittlerweile so viele Leute dazugekommen sind. Feier ich übelst. Ich möchte euch deswegen auch mal ganz transparent hier so ein bisschen mitnehmen auf die Statistiken, denn seit Mittwoch hat das ja richtig zugenommen. 1000 Aufrufe pro Tag so ungefähr. Ich aktualisiere nochmal. Das ist schon echt doll. Also das ist schon heftig, dass das so weit vorwärts geht. Und wenn man sich das einfach mal so ein bisschen genauer anschaut, sieht man dann auch hier so, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Donnerstag, Mittwoch. Ja, hier fing das nachher so ein bisschen an. Da ging das dann halt wirklich so ein bisschen weiter nach oben. Das war schon echt krass. Und vor allem, was ich auch mal sagen muss, ganz, ganz wichtiger Part, es gab bislang noch nicht einen einzigen Dislike da drauf. Und das finde ich schon echt Bombe, weil es in meinen Augen einfach an das Thema an sich geht. Immer irgendwie einer bei, der so ein bisschen querschlägt. In diesem Video, es gab nicht einen negativen Kommentar und es gab nicht ein Dislike. Finde ich ultra geil, weil so gefällt mir das wirklich am meisten, dass wir da eine Community werden, die einfach auch respektvoll miteinander umgeht. Das ist mir auch unheimlich wichtig. Des Weiteren hatte ich ja schon mal einige Videos gemacht, wo ich mich so ein bisschen überlegt habe, was ich denn so an Technik nutzen möchte, weil ich halt hier mit der Canon R5 arbeite, aktuell das 1535 drauf habe und oftmals am Überlegen war, ob nicht vielleicht die Sony ein bisschen besser ist. Dieses Video hat mich so ein bisschen in die Richtung gebracht, dass ich mir gesagt habe, nee, ich lasse es einfach nach. Diese Technik war im vollen Regen, die hat eigentlich alles Mögliche aushalten müssen, was da so abgelaufen ist. Sturm ist komplett nass geworden und diese Kamera ist offensichtlich so dermaßen robust und kann so viel ab, dass ich gar nicht mehr einfallen lasse, nur weil sie so schwer ist, irgendwie großartig was zu ändern. Ich will nicht ausschließen, dass ich es nie mache, um vielleicht mal mit einer zweiten Kamera gewisse Sachen zu tun, aber grundsätzlich ist das so ein geiles Setup, dass ich da so dermaßen zufrieden bin und ganz ehrlich, ja, mir fällt zwar hier tatsächlich so ein bisschen der Arm ab, weil die halt auch echt schwer ist, aber ganz ehrlich, das ist eine Sache von mir, da geht es ein bisschen ins Training rein und dann passt das. Übrigens auch noch ein wichtiger Part, das was ich noch gar nicht erwähnt habe. Das Sigma 100-400 ist wieder da. Das ist vorgestern wieder eingetroffen. Angeblich war damit nichts, man hat jetzt tatsächlich irgendwas intern neu gemacht, hat eine neue Firmware draufgezogen und hat dann noch ein, zwei andere Sachen so ein bisschen gemacht. So steht es zumindest in dem Schadensbericht drin. Es läuft auf jeden Fall wieder, das war das Wichtigste. Ja, das sind natürlich hier die ganzen Überbleibsel, ne? Der ganze Sperrmüllkram, der wahrscheinlich in den Kellern gelegen hat. Wir sind wieder da. Eine Woche ist es her und man kann wieder hier laufen. Ja, kann vielleicht irgendwie auch ein Kopfding sein, aber irgendwie ist das so diese typische Stille danach. So fühlt es sich zumindest an. Im Hafen gerade eben kam ich nicht weiter, da ist auf jeden Fall abgesperrt. Da stehen die Hausboote quasi auf dem ehemaligen, oder was heißt ehemalig, ja nicht, aber auf dem Wohnmobilstellplatz. Ja, man sieht natürlich hier so ein bisschen die Spuren. Natürlich nicht so extrem, aber es ist halt eben auch nur viel Land hier. Ja.
Ja, es ist schon irgendwie krass zu sehen, wenn man da so drüber nachdenkt, wie viel 2 Meter eigentlich sind, was ja nun der Pegel vor gut einer Woche war. Schwierig vorzustellen, ganz schwierig. Ich glaube, das Wasser ist aber noch nicht so ganz wieder zurück. Also, oder sagen wir mal so, durch den leichten Ostwind, den wir haben, ist der Pegel auf jeden Fall nicht bei normal. Das sieht man auch so ein bisschen an den ganzen Stegen. Die sind immer noch knapp an der Wasserkante dran. Ja, ein sehr faszinierendes und spannendes Thema zugleich, würde ich behaupten. Was ich aber gerne abschließen möchte, wie gesagt, ich finde es einfach krass, wie extrem das mit dem Pegel ist, wenn man von immerhin 2 Metern spricht und man sich das jetzt mal quasi als fast normal ansieht, wie das denn mit den 2 Metern gewesen ist, weil den direkten Vergleich hat man ja jetzt. Finde ich einfach krass, wie viel Kraft auch einfach die Natur hat. Die Eltern feiern heute 35-jährigen Hochzeitstag, haben neulich mal ein bisschen Fotos gemacht am Strand, das soll dann zu einem Geschenk werden und da das andere noch nicht rechtzeitig ankam, bauen wir das Ganze dann direkt mit zusammen ein, erledigen jetzt ein paar Teile und haben auch so noch, erledigen ein paar Dinge, die wir noch auf dem Zettel haben und dann geht's heute Abend essen mit der Family. Kannst du das so einfach aufreißen? Jo. Muss ja, ne? Muss ich ja. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Auf jeden Fall. Können wir so machen? Können wir so machen. So, 3 Stunden später. Friseur fertig. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus, alles soweit. Shia passt, wie der Zufall das so wollte, weil das originale bestellte Foto in dem Rahmen nicht rechtzeitig ankam, haben wir heute einmal so ein Leinwandbild hinterher bestellt mit demselben. Das mir vorhin erst aufgefallen ist, dass der 35-jährige Hochzeitstag Leinwandhochzeit ist. Und das ist tatsächlich ganz gut, weil es ein Leinwand ist. Das Warum? Macht die Sache. Weil es eine Leinwandhochzeit ist. Abfahrt. Wenn ihr da in der Nähe seid, Seaside Hof Wacht, unbedingt anhalten, unbedingt ein bisschen was futtern. Die haben auch nicht nur das da, wobei das auch nicht auf der Karte zu finden ist. Das waren 3 verschiedene Fleischsorten, Rind, Schwein und ganz klassisch Pute mit Kartoffeln, also Bratkartoffeln dazu und vernünftig Gemüse mit Soße. Und da ist alles komplett selber gemacht, richtig, richtig lecker. Die machen so ziemlich alles möglich. Wie gesagt, man findet das normal nicht auf der Karte. Aber wenn ihr mal da vorbeikommt, gerne mal ein bisschen Zeit mit dem, richtig genial. Wir kommen zum Ende des Vlogs. Tatsächlich ist es so, dass dieses Familientreffen sogar eigentlich noch vor der ganzen Sturmgeschichte passiert ist. Es war nur alles ein bisschen durcheinander, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das erst am Ende des Ganzen zu zeigen, weil das andere einfach überwog. Und somit, denke ich mal, habe ich einen ganz guten Abschluss gefunden. Wenn es euch dementsprechend gefallen hat, drückt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bye bye, ciao, ciao.